Ist Wannabe tot? Diese Frage stellen sich scheinbar einige Leute, aber stimmt das? Und was meinen diese Leute damit überhaupt? Erstmal ist klar, der echte Mensch Wannabe lebt, sonst könnte er keine Videos hochladen. Er lädt ja immer noch jeden Tag Videos hoch und er zeigt sich. Ich denke nicht, dass Wannabe so viel vorproduziert hat. Aber was könnte damit gemeint sein? Wenn man danach auf YouTube sucht, dann kommen zwei Videos von Timatic. In einem hat er scheinbar Wannabe vor dem Fall gerettet und in dem anderen Video geht es um YouTuber, die fast gestorben sind. Aber Wannabe lebt. Warum fragen sich also vielleicht Leute, weshalb Wannabe gestorben sein könnte? Wannabe spielt Fortnite. Vielleicht ist er in Fortnite gestorben. Also, das ist er wahrscheinlich auch schon oft, also kann das sogar sein. Nein, eigentlich ist alles okay, Wannabe lebt. Also verstehe ich überhaupt nicht, warum Leute sich diese Frage stellen. Abonniert, wenn ihr auch lebt und jetzt tschüss.